Meine beste Kollegin würde mich als bodenständig, sportlich und ehrlich bezeichnen. Ich habe mit der Leichtathletik begonnen, weil sie der Natur ist. Ich bin ein Naturmensch und es ist so vielseitig, so abwechslungsreich. Und das hat mich einfach gereizt und wegen dem habe ich bei der Leichtathletik Fuß gefasst. Auf der Bahn 6 beim STV Altbüron Geraldine Rückstuhl. Der UBS Kids Cup war sicher sehr wichtig, weil das erste Mal bin ich hier im Letzigrundstadion und durfte einen Wettkampf machen mit der Kamera, mit den Medien etc. Und das war ganz etwas Neues und das hat sicher sehr viel Einfluss gehabt für meine Karriere. Gut erwischt hat es auf der Bahn 6 Geraldine Rückstuhl, die auch mit ganz klarem Vorsprung hier das Ziel erreicht. Also wenn man im Weltklasse Zürich an den Start geht, im Letzigrund, der natürlich voll mit Zuschauern ist, die einem unterstützt, das ist unglaublich. Man bekommt wirklich Hühnerhaut über und es ist wirklich speziell. Es sind alle Schweizer und da wird man so gepusht und so unterstützt und das ist unglaublich, das kann man fast gar nicht beschreiben. Der schönste Moment der Karriere war sicher, als ich den U18-Weltmeistertitel geholt habe in Cali in Kolumbien. Es war mein erster internationaler Grossanlass. Und dass ich nachher gerade Gold gewonnen habe, ja, war unglaublich. Und das Schöne war noch, es war am Geburtstag meiner Mutter. Ja, mein Erfolgsrezept ist einfach sicher Spass und Freude zu haben. Es ist meine Leidenschaft und wenn ich das machen kann, dann bin ich überglücklich.